Vielen Dank. Schöne Überleitung. Ich werde mich in meinem zweiten Thema den bayerischen Fußballvereinen widmen. Den drei Erstligisten wollte ich eigentlich sagen. Einer ist weggefallen, blöderweise mein Verein. Drei Geschichten. Ich habe große Studien gemacht, was die Fans der jeweiligen Vereine angeht. Und zu jedem Fan dieser Vereine eine Geschichte möchte ich erzählen. Und zwar war das ein paar Jahre her. Da war ich im Frankenstadion. Im Elferblock im alten Neune für die Insider. Und da war ich gestanden und neben mir war so ein richtiger Clubfan mit Kutte, volles Programm. Und wir haben gespielt gegen Leverkusen, 2-0 geführt, 4-2 verloren natürlich. Und also 6 Tore in dem Spiel und er, dieser Fan, war bei jedem Tor, war er Bier holen. Und in der 85. Minute steht er neben mir und schaut mich so an und verabschiedet sich mit den Worten: Du, ich mau heim zur Sportschau, damit ich die Tore sieh. Das ist, so ist es beim Club. Und dann war ich, es ist ein schlimmer Tag für alle Bayern-Fans, ich war mit dem Till Hoffmann, mit dem Betreiber hier, war ich im Champions-League-Finale, damals in München, beim Finale daheim. War ich und es war ein schlimmes Spiel. Also ich habe selten so Mitleid gehabt mit einem Menschen wie mit Bastian Schweinsteiger und das meine ich jetzt ausnahmsweise mal ernst. Und nach diesem Spiel sind wir rausgegangen und ich musste noch auf Toilette. Und neben mir auf dem Klo steht ein Bayern-Fan aus dem Allgäu, der sich, jetzt sage ich es mal niederbayerisch, vollbrunst hat beim Schiffen und zwar komplett. Und dann hat er erst gesagt, scheiß Weizerbier. Und dann ist ihm aber eingefallen, dass es ja viele andere Wendungen gibt, die viel besser ist. Und zwar hat er gesagt, ich schaue ein Weißbierdusche. Und die dritte Geschichte ist speziell für Achim 60 Bogdan. Ich war mit Michi Seiler, dem Betreiber hier der Schwabinger Schaumschläger, so, mit dem war ich in einem 60er Fußballspiel. Und das war wirklich unfassbar. Wir kommen hin, es war November, der 60er haben gespielt gegen FSV Frankfurt, also ein Topspiel. Frankfurt war mit einem Bus da, der Rest war auch leer. Also es war so eine Stimmung, dass man sagt, da geht man gern hin, es war saukalt. Wir setzen uns hin, das Spiel geht los, der Michi sagt, denen heizen wir heute ein, das wird ein heißer Tanz. Nach wenigen Minuten führt Frankfurt 1-0, also 0-1. Der Michi sagt, jetzt steigen wir ab. Nach weiteren wenigen Minuten schießen die 60er das 1-1. Der Michi kommentiert mit folgendem Satz, so eine Moral von so einer jungen Mannschaft gibt's nur bei 60. Kurz darauf schießen die 60er das 2-1, gehen in Führung. Darauf sagt er, jetzt steigen wir auf und dann marschieren wir durch. Wieder ein paar Minuten später schießen die 60er sogar das 3-1 und er sagt, jetzt kaufen wir einen Brasilianer. Noch nicht vorbei. Noch nicht vorbei. Dann schießen die Frankfurter den Anschlusstreffer 3-2, kommentiert er mit, das verlieren wir noch. Dann folgt das 3-3, der Ausgleich, und der Michi ist ein legendärer Satz. Und er sagt den Satz, du, da verliere ich lieber, bevor ich daheim gegen Frankfurt unentschieden spiele. Da ist alles drin, was der 60er ist. Und dann sind wir zur U-Bahn, und in der U-Bahn sagt er, also wir steigen ab, das wird nichts mehr. Am Hauptbahnhof steigen wir um, sagt er, naja, ab nächster Woche haben wir eine Serie. Und dann marschieren wir durch und dann kaufen wir einen Brasilianer. Dankeschön.